das gelöscht, weil ich dachte, boah, das kann ich nicht bringen. Es geht hier um richtig viel Geld. Du kannst nicht platt gemacht werden. Also, das klingt so illegal. Sehr schön, dass du heute da bist. Du hast undercover als Flirt-Chatterin gearbeitet. Ja, es gibt verschiedene Dating-Portale. Ich meine, so Tinder, Bumble und Co. ist vielleicht dem einen oder anderen hier ein Begriff. So. Aber es gibt auch ganz andere Dating-Portale, wo Leute drauf kommen, manchmal auch durch Bots, ja, die da irgendwie sagen, hier, folgt mir doch auf der und der Seite. Und man klickt dann da drauf. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, über ein, ich glaube, Quokka oder eBay Kleinanzeigen, so gibt es unfassbar viele Stellenausschreibungen für Minijobs als Chatschreiber oder Chatmoderatoren. Und ich dachte so, what, was ist das? Und dann habe ich mich da mal beworben und dann bin ich immer mehr hinter die Kulissen gestiegen. Und das ist ein richtig heftiges Business, weil es gibt eben die Leute, die auf diesen Datingportalen sind, um vielleicht mit jemandem zu flirten, die große Liebe zu finden, ein kleines Abenteuer zu haben. Und sie sehen ein Profilbild, schreiben diese Person an. Diese Person schreibt natürlich auch zurück, aber es geht gar nicht um diese Person, weil diese Person gibt es per se so erstmal nicht. Sie gibt es irgendwo auf Facebook und so mit ihren Fotos. Diese Person weiß aber gar nicht, dass ihre Fotos auf dieser Chatseite sind. Davon haben wir auch Bilder. Wir gucken rein, wie das Ganze bei dir aussah. Ja, bitte. Liebe ist, wenn zwei Menschen ganz genau wissen, dass sie zusammengehören, so wie wir beide. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. Ich möchte den Rest unseres Lebens mit dir teilen. When I think of all the good times that's been wasted, having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. Diese Chats, die habe ich nicht geschrieben, die habe ich gelesen. Also ich habe ganz klar für mich entschieden, okay, ich schreibe nichts von Gefühlen. Ich frage, wie war dein Tag? Ich frage, kannst du Kuchen backen? Ich frage, was arbeitest du so? Aber sobald das so in Gefühle ging, ne? So, Schatz, ich vermisse dich, warum schreibst du heute so wenig? Ich konnte das gar nicht. Ich vermisse dich auch oder ich träume von dir oder so. Ich habe dann immer so getippt und ich habe es gelöscht, weil ich dachte, boah, das kann ich nicht bringen. Da hast du dich schon schlecht gefühlt. Wie war das dann, als du während der Recherche gemerkt hast, dass eine Frau, mit der ihr auch, glaube ich, geschrieben habt, damit gedroht hat, sich umzubringen, weil sie herausgefunden hat, dass eben diese Liebe, die sie hatte, ein Fake war? Da habe ich erst mal 2 Sekunden überlegt und dann sofort meine Redakteurin angerufen vom NDR. Weil das ist so ein Moment, da habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt gerade hier auch Journalist, also ich bin ja in erster Linie Journalist und dann liest du das und dann habe ich den NDR angerufen und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und der NDR hat dann sofort in Frankfurt die Polizei alarmiert, weil die Frau hat ja geschrieben, ich stehe da und da auf der Brücke und Polizei hingeschickt und so, damit wir vom NDR sicher gehen konnten. Wir haben da was gelesen, da droht eine Frau, sich umzubringen, damit wir da einfach wirklich was gemeldet haben. Und wir haben halt die Betreiber versucht zu konfrontieren damit, aber die haben sich nie... Die Nummern gewechselt, ne? Ja, einmal hat er seine Nummer gewechselt und nie, der hat nie auf mich reagiert. Was ich nicht verstehe, ist das nicht einfach illegal und kann es nicht platt gemacht werden? Also, nicht, oder? Ja, klingt so illegal. Also. Ja, sie verweisen halt in ihren AGB, verweisen die darauf. Die schreiben in ihren AGB unter ganz klein gedrückt, auch kursiv geschrieben, damit das auch sehr anstrengend ist. Solche Sachen finde ich trotzdem illegal. Ja. Wir hatten mit der Verbraucherzentrale in Bayern gesprochen, die 187 Portale. 187? Ja, und das ist nur die Seite, die Verbraucherzentrale Bayern schon geprüft hat und gesagt hat, bitte vorsichtig sein, es gibt noch viel, viel mehr. Wow. Und wir haben dann eben mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Und es ist halt einfach echt eine Grauzone. Und von Fall zu Fall muss das individuell in der juristischen Lage, in der wir halt eben sind, begutäugelt werden. Ja, muss man dann zahlen, damit man dann chatten darf? Oder wie, also? Ach so, ja, das hätte ich vielleicht von Anfang an erwähnen müssen. Ja, natürlich, es geht hier um richtig viel Geld. Also die Frau, die wir dann... Es hat sich tatsächlich bei uns dann auch diese Frau gemeldet, die... diesen Chat halt eben hatte und herausgefunden hat, Moment mal,
bist du eigentlich, hast du wirklich Bock auf mich oder was läuft hier? Und die hat sich dann bei uns gemeldet, die haben wir auch getroffen. Die hat das, ja, sie war schon die ganze Zeit skeptisch, aber diese Chat-Moderatoren, die haben halt einfach, ich meine, ich war ja auch in diesen Skype-Workshops drin und du hast ja dann auch gesagt, wie die antworten. Wenn man eine Frage stellt, wie man antworten soll, dann hat sie das wahrscheinlich erkannt, während sie das gesehen hat. Nee, sie hat halt einfach sich, also diese Leute, die mit ihr geschrieben haben, die waren echt fies, weil ihr wurde immer klar gemacht, weißt du was, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ihr Frauen wollt Männer immer unter Druck setzen, ich lasse das nicht mehr mit mir machen, so. Und dann war sie immer so, nein, Moment, ich will dich ja wirklich kennenlernen, ich gebe dir auch Zeit. Und dann irgendwann, als dann nach 8 Monaten immer noch kein Treffen zustande gekommen ist, ja, kam das halt raus. Und die hat sich mit uns getroffen und da gingen einige 1.000 Euro drauf. Und die ist auch, hat auch einen Rechtsanwalt und so. Und ich habe auch über Instagram ein Mädchen gehabt, die hat mir geschrieben, die hat gesagt, ey, meine Mutter ist auf dem Portal. Ich habe ihr deinen Film gezeigt und die chattet immer noch mit ihm. Und ich glaube, wir denken, ich habe ganz oft die Frage bekommen, so, hä, wer zahlt denn noch dafür? Wir haben Tinder und Bumble und Co. Ja, wir wohnen hier jetzt auch gerade in Hamburg oder in einer anderen Großstadt. Aber wenn du in einem 2000-Mann-Dorf wohnst und 70% sind über 70 und der Rest ist schon verheiratet oder hat wirklich keinen Bock auf dich, dann hilft dir. Und man muss so auch sagen, App dass auch Einsamkeit auch krank macht. Vielen Dank, dass du auf jeden Fall hier bist. Ab jetzt immer AGBs lesen, ne? Der zu Hass werden kann, so, der kommt irgendwo her. Mir ist nur wichtig, dass alle Menschen einfach gleich sind. Wenn ich das höre, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen, ja, da flippe ich schon regelrecht innerlich aus. Ja, also ich lebe eigentlich nur 24/7 für Social Media. Das habe ich übrigens noch nirgendwo gesagt. Das ist das erste Mal, dass ich das wirklich auch öffentlich mache. Oh, wow.